mit und durch Vertrauen und die Zuversicht darauf, dass das, was heute gilt, auch morgen Gültigkeit hat, treffen wir Entscheidungen jeden Tag und knüpfen Bande zu unseren Mitmenschen. Dieses Vertrauen ist es auch, das durch Covid-19 plötzlich eingebrochen ist. Da ist zum Beispiel der junge Gastronom L. Der hat großes Vertrauen darauf gesetzt, dass er ein solides Konzept umsetzt, indem er ein Café und ein Restaurant in einem neu zu eröffnenden Museum betreibt. Das Museum blieb zu, das Restaurant und das Café ebenfalls. Da ist die Familie P., die im Vertrauen auf ein gutes Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen und einer starken Familie, die unterstützt, sich trotz der Berufstätigkeit beider Elternteile dazu entschlossen hat, noch ein weiteres Kind zu bekommen. Da ist die Frau A., die nach dem Tod ihres Mannes nach über 40 Jahren in die Stadt zu ihrer Tochter gezogen ist, zu ihren Enkelkindern gezogen ist. Die Tochter verlässt sich auf ihre Mutter, dass sie sie unterstützt bei der Kinderbetreuung. Und ja, die Frau A. freut sich jeden Tag auf die gemeinsame Zeit mit ihren zwei Enkelkindern. Da ist der Kulturveranstalter H., der im Vertrauen auf seine bisherige gute Arbeit und eine gute Auftragslage einen Kredit aufgenommen hat, um der wachsenden Familie ein Eigenheim zu finanzieren. Und ja, viele Künstlerinnen und Künstler haben sich auf ihn verlassen und fieberten ihren Auftritten entgegen. Oder da ist die junge Technikerin L., die erst vor kurzem den Weg in einen neuen Job gegangen ist. Ein Sprung ins kalte Wasser, wie sie gesagt hat, im Vertrauen darauf, dass der Betrieb gut läuft und dass sie dort viel Neues lernen wird. Sie ist jetzt in Kurzarbeit. Mit einem Schlag war dieses Vertrauen gestört, unterbrochen, waren Pläne, Perspektiven und Vorhaben obsolet. Hundertprozentige Sicherheit, so haben wir, glaube ich, alle gesehen, die gibt es nicht. Und es gibt diese Sicherheit schon gar nicht zum Nulltarif. Die letzten Wochen waren für alle Menschen in Österreich eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung, die wir uns alle vor ein paar Monaten gar nicht hätten vorstellen wollen oder können. Die Menschen sind tatsächlich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gegangen in verschiedenen Bereichen. Die Abstriche waren Zumutungen. Sei es die Einschränkung der persönlichen Freiheit, sei es die Einschränkung der sozialen Kontakte, dass man seine Kinder nicht sieht, seine Eltern nicht sieht, seine Enkelkinder nicht sieht, seine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht sieht. Menschen mussten ihre Hochzeiten verschieben, Kranke konnten nicht besucht werden, alte, sterbende Menschen konnten nicht begleitet werden in dieser letzten Phase und viele Kinder wurden von diesem Unterricht im Homeschooling nicht erreicht. Oder man hat den Arbeitsplatz verloren, hat große Existenzsorgen, steht vor der Insolvenz und manche stehen bereits vor den Trümmern der eigenen Existenz. Warum haben wir das gemacht? Zum Schutz der Gesundheit aller Menschen in Österreich. Und das ist das höchste Gut. Das ist gut und richtig und wichtig. In Verbundenheit miteinander haben wir Abstand gehalten und unsere sozialen Kontakte eingeschränkt. Und alle politischen Kräfte, auch wenn das bisweilen ein bisschen anders dargestellt wird, alle politischen Kräfte haben gemeinsam Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung dieses Viruses einzudämmen. Das war wichtig und richtig. Dank der Disziplin und Eigenverantwortung und vor allem dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft haben wir gemeinsam die letzten Wochen meistern können. Dabei hat jeder und jede seinen Beitrag, ihren Beitrag in der Gesellschaft geleistet. Ganz besonders hervorzuheben die Menschen, die Österreich am Laufen gehalten haben. Sei es in wirklich systemrelevanten Berufen oder andere durch ihre Verantwortung gegenüber Mitmenschen, Nachbarn, Familie, Kindern, Eltern, aber auch Unternehmen. Eine Verantwortung, die sie übernommen haben. Ihnen gebührt unsere Anerkennung, unser Respekt und unsere Dankbarkeit von ganzem Herzen. Wir sollten daher alle klar darin sein, dass nicht die Menschen der Politik zu Dank verpflichtet sind, sondern die Politik den Menschen. Statt aber den Menschen dankbar zu sein, die mit ihrer Kooperationsbereitschaft die Basis einer erfolgreichen Krisenbewältigung geschaffen haben, haben die Regierenden, und das muss man sagen, mit ihrer Kleingeistigkeit dieses grundsätzliche Vertrauen, das dieses Land seit 1955 groß, erfolgreich und widerstandsfähig gemacht hat, mit überbordenden Regelwerken,
polizeilicher Spitzelei und wirklich unnötig überzogenen Strafen in seinen Grundfesten erschüttert. Das war eine bewusste Entscheidung der Regierenden, die vor allem eines zeigt. Während die Menschen den Regierenden vertraut haben, vertrauen die Regierenden nicht auf die Menschen. Dieses Vertrauen, von dem ich spreche, beruht aber auf Gegenseitigkeit. Ja, muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Im Bereich der unmittelbaren Gefahren für die Gesundheit und für das Gesundheitssystem ist Österreich sehr gut durch diese erste Phase der Krise gekommen. Und ich sage jetzt ganz bewusst erste Phase der Krise, weil wirklich niemand zur Ansicht kommen darf, dass diese Krise vorbei ist. Sie ist weder gesundheitlich vorbei, das wird sie erst sein, wenn es dereinst hoffentlich einen Impfstoff gibt und genügend Menschen geimpft sind. Sie ist aber auch lange nicht gesellschaftlich und vor allem auch wirtschaftlich vorbei. Und die Sorgen, wir haben es heute auch gehört, die Prognose des Einbruchs der Wirtschaft bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung, die sind beträchtlich und steigen tagtäglich. Damit einhergehend natürlich die Sorge um den Arbeitsplatz, die steigenden Schulden, nicht nur die persönlichen, sondern die auch des Staates, die schlechteren Perspektiven für unsere Kinder. Und dazu kommen zunehmend auch ganz grundlegende Sorgen um Grund- und Freiheitsrechte in unserem Land. Wir haben als NEOS von Anfang an eine Balance eingemahnt. Eine Balance zwischen dem Ziel, das Gesundheitssystem zu schützen, zu stabilisieren, aber gleichzeitig und genauso alles daran zu setzen, dass weder Gesellschaft noch Wirtschaft ins Kippen kommen. Diese Phase hat aber gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine, und ich sage das in aller Deutlichkeit, in vielen Bereichen bessere Regierung verdient haben. Nämlich eine, die den Rechtsstaat, die zentralen Bürgerrechte und vor allem auch die europäischen Grundfreiheiten nicht bei erster Gelegenheit einschränkt, sondern mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten schützt und sich vor allem auch mit ganzer Kraft für die Bildung und Zukunft der Kinder und Jugendlichen einsetzt, die sie im Lockdown komplett alleingelassen haben. Die nächste Phase muss wesentlich stärker Augenmerk auf diese Balance legen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir lernen, mit dem Virus zu leben, ohne Menschen wegzusperren, ohne Geschäfte und Schulen zuzusperren. Ohne den Rechtsstaat oder unsere europäischen Freiheiten aufzugeben und ohne unsere Kinder und deren Eltern im Stich zu lassen. Mit neuen, smarteren und rechtsstaatlich sauberen Instrumenten muss alles daran gesetzt werden, dass ein zweiter Lockdown verhindert wird. Dazu braucht es vor allem eins: Testen, testen, testen. Ja, also mehr Tests und vor allem eine bessere Teststrategie und ein rasches Nachverfolgen von möglichen Infektionen, damit wir solche Superspreader-Cluster verhindern. Ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass ich selbstverständlich diese Corona-App, die zu dieser Nachverfolgung ja auch dienen soll, dass ich bereit bin, die zu installieren, wenn sämtliche Fragen bezüglich Datenschutz, Sicherheit, Freiwilligkeit, aber auch Praktikabilität beantwortet sind. Jetzt mit dem nächsten Entwicklungsschritt, der vor der Tür steht, scheint das so zu sein. Es wurde auf jeden Fall von vielen für gut befunden und ich kann Ihnen berichten, dass ich gestern diese App installiert habe. Was brauchen wir nun aber, und jetzt möchte ich zu dem eigentlichen Thema kommen, um jetzt das Land, den einzelnen Menschen, unser Land, Europa wieder nach vorne zu bringen, aus der Krise rauszukommen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine neue Zuversicht braucht. Wir NEOS, das neue Österreich, wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese neue Zuversicht durch mehr Vertrauen und mehr Freiheit in unsere Gesellschaft zu bringen. Diese Zuversicht ist Basis für eine echte Erneuerung, um Österreich und Europa aus der Krise heraus in eine ökologisch sowie ökonomisch nachhaltige, faire, weltoffene und innovative Zukunft zu führen. Zunächst geht es aber genau darum, dieses verlorene Vertrauen wieder zu gewinnen. Das Vertrauen in uns selbst, in unsere Fähigkeiten, Vertrauen in die Kraft und Leidenschaft aller Menschen in unserem Land. Österreich ist ein wunderbares Land mit großartigen und starken Menschen, mit kreativen Köpfen und wirklich gut ausgebildeten Fachkräften. Ein Land voller Menschen mit Leidenschaft und auch Zuneigung, Gastfreundschaft gegenüber anderen Menschen. Es ist genau dieses Vertrauen in die Menschen, das uns wieder einmal stark aus der Krise wachsen lassen wird. Und das Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Es geht nämlich daher auch um das Vertrauen in einen starken Staat, der da ist,
wenn man ihn in der Krise braucht. Und jetzt werden Sie sagen, das ist ja interessant, das sagt eine Liberale, ein starker Staat. Ja, das sagt ganz bewusst eine Liberale. Es braucht nicht weniger Staat, es braucht aber definitiv auch nicht mehr Staat, es braucht einen besseren Staat, der Sicherheiten bietet, ein Netz, das auffängt und ein echter Partner ist in diesen Krisenzeiten. Ein Staat, auf den sich die Menschen verlassen können, auf den sich auch Selbstständige, neue Selbstständige, Unternehmerinnen und Unternehmer verlassen können. Sicherheit, und ich glaube, das weiß jeder Selbstständige, das gibt es nicht. Aber das Vertrauen darauf, wie ich das eingangs gesagt habe, dass das, was heute gilt, auch morgen Gültigkeit hat, das ist die Verlässlichkeit, die wir brauchen. Verlässlichkeit in Regelungen und einen Rechtsstaat, die Unternehmen jetzt brauchen, stärker denn je. Klarheit wird das auch oft genannt. Jetzt gibt es welche in dieser Krise, die diese Krise ganz bewusst dafür nützen wollen, dem Staat eine stärkere Rolle geben zu wollen in allen Lebensbereichen. Die statt auf den einzelnen Menschen zu schauen, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen, auf Kollektive schauen, Kollektive im Blick haben. Dieser ideologisch verblendete Blick zeigt auf, dass die offensichtlich kein Problem damit haben, dass es genau diese Ansätze sind, die letztlich in einer Beschneidung von Individualität immer mit Unfreiheit und Zwang einhergehen müssen. Die Geschichte hat stets bewiesen, dass solche Systeme gesellschaftlich wie wirtschaftlich scheitern. Und ja, man kann das Argument China nehmen, aber ich bin doch sehr zuversichtlich, dass wir mit unseren europäischen Werten, wo die Menschen einen Freiraum und Rechte gegenüber einem Staat haben, Individualität und das Recht auf Selbstentfaltung und Selbstermächtigung, nicht China als Anleihe nehmen werden, um hier aus dieser Krise herauszukommen. Es braucht auch keinen bevormundenden Staat, der Menschen klein hält. Und es braucht auch keinen Staat, der nun Unternehmen oder Systeme auffängt oder gar beginnt, weitere Unternehmen zu führen, sondern einen starken und ermächtigenden Staat, der darauf schaut, dass der Einzelne in seinen Fähigkeiten und Stärken beflügelt wird und Menschen absichert, vor allem dann, wenn sie unverschuldet wie in dieser Krise vor dem wirtschaftlichen Abgrund stehen. Gerade in letzter Zeit haben wir aber viel Misstrauen gesehen. Misstrauen, wie ich schon gesagt habe, gegenüber den Menschen, dass die nicht genug Abstand halten, dass die ihre sozialen Kontakte nicht einschränken. Misstrauen aber auch und gerade gegenüber Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern. Die konnten sich nämlich nicht auf einen starken Staat verlassen. Anstatt nämlich wirklich rasch und unbürokratisch zu unterstützen, wird ihnen mit einem Generalverdacht des Missbrauchs, ja sogar der Steuerhinterziehung, wie ich lernen musste, begegnet. In der Folge oder die Folge war ein unerträglicher Bürokratismus, der das Wort Rettungsring wirklich Lügen straft. Und noch einmal, Rettungsringe wirft man ohne lange zu fragen und ohne lang zu prüfen. Und eines möchte ich an der Stelle auch sagen. In einem Rechtsstaat funktionieren Hilfen auch dann, wenn man nicht einen Minister oder den Bundeskanzler anruft oder ihm ein E-Mail schreibt, sondern durch klare Regeln, die für alle gleich sind, wo es einen Anspruch gibt. Ein besserer Staat gibt auch eine ordentliche Absicherung in solchen Situationen. Selbstständige aber, die in den letzten Jahren mit Hunderten, Tausenden Euro an Steuergeld oder auch Sozialversicherungsbeiträgen diesen Sozialstaat, unseren Sozialstaat erst ermöglicht haben, die mussten sich jetzt als Bittsteller anstellen für 36,50 Euro, 360 Euro mit Glück. Ja, ich weiß, jetzt soll es Verbesserungen geben, aber dennoch. Der Anspruch auf Entschädigung wurde ausgehebelt und stattdessen gibt es jetzt ein Flickwerk an Stellen, wo Bittgesuche möglich sind. So wie aber eine gut inszenierte Pressekonferenz noch keine gute Politik ersetzt, ersetzt die gute Absicht nicht die gute Tat. Nein, ein besserer Staat sichert ab und gibt gleichzeitig Freiheit. Denn nachhaltige Wirtschaftspolitik braucht mehr Freiheit und nicht weniger. Denn gerade jetzt sehen viele sehr klar, dass es ganz wesentlich ist, für einen starken Staat eine starke und vitale Volkswirtschaft zu haben. Ohne Geld, ohne diesen erwirtschafteten Wohlstand, keine Musik, keine Umverteilung, keine Steuerleistungen, kein soziales Netz und letztlich auch kein funktionierendes Gesundheitssystem. Als NEOS stehen wir für einen Staat, der die Menschen stützt, unterstützt und ermächtigt, der sich in jeder Situation verantwortlich zeigt, der mit seinen Ressourcen und dem Geld der Menschen in Österreich sparsam haushält und dem wir daher auch wieder vertrauen können.
Zukunftspolitik bedeutet, und die ist jetzt notwendig, dass möglichst rasch die Menschen wieder auf eigenen Beinen stehen. Denn nichts ist sozialer, als Menschen nun in ihrer Schaffenskraft, in ihrer Tatkraft, in ihrer Kreativität zu unterstützen, damit wieder Einnahmen fließen und eben eine nachhaltige soziale Absicherung aller Menschen in Österreich gewährleistet ist. Und dazu braucht es das Vertrauen in die großartigen Menschen, deren Schaffenskraft, und dieses Vertrauen braucht Freiheit. Freiheit in Verbundenheit. Seit über 150 Jahren steht die liberale Bewegung für mehr Individualität und mehr Freiheit des Einzelnen. Das gilt für alle Menschen. Das gilt in den verschiedensten Bereichen. Das gilt nicht zuletzt auch für die Selbstständigen, für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit ihrem täglichen Einsatz die sozialen Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. Wir leben in einem Land, in dem Menschen füreinander einstehen, in dem die Erfolgreichen die Schwächeren nicht zurücklassen, in dem tausende Freiwillige in Vereinen, in Organisationen, in Phasen des Aufschwungs für Ausgleich, aber vor allem auch in der Krise für Halt und Stabilität sorgen. Eine Gesellschaft, die einen ehrlichen Schulterschluss sucht, muss einander auf Augenhöhe begegnen, muss aus der Exzellenz des Einzelnen, jedes Einzelnen mehr herausholen. Eine Politik, die auf die Stärken der Menschen dieses Landes setzt, schränkt den Spielraum der Kooperation und Verbundenheit nicht ein, sondern gibt den Freiraum und vergrößert so den Wirkungsraum der Kooperationen. Dafür setzen wir uns für bessere und funktionierende Institutionen ein, die nicht auf den Erhalt oder den Ausbau der eigenen Macht oder der eigenen Interessen aus sind, sondern dort, und zwar nur dort, erfolgreich intervenieren, wo die Einzelinitiative nicht reicht. Im Frühjahr 2020, in den letzten Wochen, haben wir wie durch ein Brennglas verstärkt gesehen, welche Ungerechtigkeiten es in unserem Land gibt, welche strukturellen Schwächen wir haben. Sei es das Alleinlassen von Familien und Kindern, sei es die sehr fragile Gleichstellung von Männern und Frauen, vor allem in der Doppelbelastung Arbeit, Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, sei es auch eben die fehlende Unterstützung von Selbstständigen oder die eklatanten Lücken in puncto Digitalisierung, aber ganz grundsätzlich die fehlende Gerechtigkeit im Bildungssystem, sei es auch das mangelnde Vertrauen in Lehrerinnen und Lehrer, und vor allem auch das mangelnde Vertrauen in die Autonomie von Schulen. Jetzt gibt es welche, die beschwören ein Comeback. Die wollen offensichtlich zurück zur alten Ordnung und vergessen dabei, dass jetzt, und zwar gerade jetzt, die Chance und vielleicht sogar die letzte Chance dafür ist, Österreich besser und gerechter zu machen. Anstatt in den Rückspiegel zu schauen, sollten wir ins Fernrohr der Zukunft blicken und genau jetzt viele Dinge zum Besseren verändern. Vieles besser machen, aber natürlich das Gute bewahren. Und ja, in dieser Krise gab es auch viel Gutes. Das Füreinander einstehen, dastehen, die Nachbarschaftshilfe. Oder wer hat es nicht als Erleichterung empfunden, dass man mal ausbricht aus dem Hamsterrad oder dass dieses Hamsterrad mal stoppt? Wer hat es nicht als angenehme Erfahrung empfunden, dass Einfachheit im Leben und gegenseitige Zuwendung mehr Zufriedenheit bringt als Konsum und Reizüberflutung? Wer hat es nicht als Bereicherung empfunden, dass nicht auf einmal wieder Stechuhren und strikte Anwesenheit die Arbeitsleistung bewerten, sondern der Einsatz, der auch sehr gut von zu Hause, vom eigenen Schreibtisch gezeigt wurde? Das alles wollen und werden wir mitnehmen in die Zukunft. Das sind gute Erfahrungen, die uns lernen, dass es besser geht. Aber die Wahrheit ist doch, dass der letzte große Reformschub in Österreich der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union war. Das war der letzte große Reformschub, den Österreich mitgemacht hat. Nehmen wir die letzten 33 Jahre her. Warum 33 Jahre? Das ist fast mein ganzes Leben. Schummel ein bisschen. Die letzten 33 Jahre ist die ÖVP durchgehend in der Regierung. Und ich habe gesehen, eine sehr perfektionierte, immer besser werdende Politik des Machtserhalts und des systematischen Ausbaus der Macht. Das haben sie zur Perfektion getrieben. Aber echte Reformen habe ich nicht gesehen.
Stattdessen eine sehr aufwendige Etablierung eines Egoistenstadels, die jetzt sogar Gegenstand von Untersuchungsausschüssen sind. Es wurde mal mehr und mal weniger an kleinen Rädern gedreht, aber über eine grundsätzliche Erneuerung, um es besser zu machen, hat man sich zugunsten der Bequemlichkeit von Macht nicht drüber getraut. Das hat vielleicht bis jetzt gereicht. Jetzt reicht es nicht mehr. Wir wollen und wir werden Österreich gestärkt aus der Krise bringen, indem wir die Baustellen endlich angehen, die bis dato mit hübschen, bunten Bauzäunen behübscht wurden, aber die nie fertiggestellt wurden. Wir müssen jetzt in die beste Bildung investieren, die kein Kind zurücklässt und Digitalisierung als Chance. Österreich braucht eine neue Zuversicht, sagt eben NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Vertrauen in einen Staat.